Geschlechterforschung ist wichtig für eine demokratische Gesellschaft, weil wir die Gleichberechtigung der Geschlechter immer noch nicht erreicht haben. Das fällt mir als Studentin an einer Musikhochschule auch in den Bereichen der Musikwissenschaft und Musikpraxis auf. Das Wissen, das die Geschlechterforschung generiert, sollte Inhalt werden in den musikwissenschaftlichen und musikpädagogischen Studiengängen, damit es so Einfluss nehmen kann auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen im Schul- und Instrumentalunterricht. Wir alle müssen unsere Sinne schärfen für Gendergerechtigkeit in allen Bereichen, auch in der Musik, sowohl als künstlerische als auch soziale Praktik. Geschlechterforschung ist wichtig für eine demokratische Gesellschaft, weil wir heute immer noch nicht alle das tun können, was wir vielleicht wollen. Und um das zu ändern, müssen wir erstens kapieren, dass das ziemlich ungerecht ist, und zweitens verstehen, wieso das so ist. Und da müssen wir Strukturen, Hierarchien und Geschichte hinterfragen. Übertragen in den musikwissenschaftlichen Kontext sind Rollenvorstellungen zum Beispiel immer noch ein unterschätzter Faktor, der sich in Kanonisierung oder Inszenierung von Körperlichkeit mit einschleicht. Um diese Vorstellungen aufzubrechen und die Potenziale einer diversen Musiklandschaft ausnutzen zu können, muss man eben genau diese Forschung betreiben.